Oh Mann, ey, das ist kein gutes Zeichen, wenn das schon so anfängt. Ja, aber immerhin scheint sie diesmal zu halten. Oder? Schwer, mach noch mal und ich kill dich. Diesmal so stable. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja der absolute Wahnsinn. Denn das ist Grafikfehler, die ich da die ganze Zeit im Auge sehe, oder das hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Ist ja auch egal. Lieber Browser, bitte sei doch nicht so riesig groß. Das sieht hier immer aus wie Grafikfehler. Ich bin super verwirrt gerade. Ist auch egal, vielleicht ist der Display-Driver. Ich habe gerade keinen Namen. Warum funktioniert heute nichts? Warum funktioniert heute absolut nichts? Funktioniert das? Das geht. Stream live. Ja, gut. Immerhin. Fucking finally. Okay, wo war ich? Oh, shit, ich bin wieder hier. Habe ich nicht da hinten gespeichert, bei dem Bartling? Naja, scheint dem Game ziemlich egal zu sein. Warte. Kann ich hier echt... Ich kann hier runter. Habe ich gestern doch richtig gesehen. Was wolltest du mir enthalten, Spiel? Hacksilber? 1500 Silber, okay. Web könnte schlimmer sein, könnte definitiv schlimmer sein. Das ist halt wirklich. Was? Achso. Dann runter, dann um die Ecke. Weird. Sehr weird. Hopp. Hep. Noch ein Kristall. Soll ich? Ja, noch ein Kristall und ich habe noch keine Ahnung, was wir mit dem machen. Hier komme ich nicht durch. Da ist eine Kiste. Wie zum Geier? Was mache ich mit dem Ding hier? Was jetzt? Ha. Was zum Geier mache ich damit? Oh, sag mir die. Ah. Okay, das erklärt's. Hey, Hecki. Die Frage ist, wie schwinge ich das Ding nach rechts rüber, um da den Weg frei zu machen? Okay, so geht's auch. Ein unauffälliger Plan ist das nicht. Ach. Jetzt müssen wir den anderen Riemen lösen. Wirklich? Unauffällig ist für Pussys. Wie geht's so? Es geht. Ist halt der übliche Schwachsinn. Okay, das ist Stahl. Oh, kann ich hier runter? Das sieht doch aus wie ein Weg. Oh, ich kann hier bestimmt hochklettern, ne? War klar. Warum klettern wir hoch, wenn unser Ziel da unten ist? Denk nach. Also, die Meißelspitze liegt unterm dicken Eis. Zu dick, um es zu schmelzen. Korrekt. Und da waren auch keine Sprengkristalle, auf die ich schießen könnte. Also fällt das weg. Korrekt. Also müssen wir das Eis zerschmettern. Aber wir bräuchten etwas unheimlich Schweres, um... Ah, jetzt verstehe ich.
Gut. Das hat jetzt lang gedauert. What's this? Okay. Wie drehen wir den Hammer, damit er neben der Spitze landet? Das ist nicht möglich. Wir schneiden ihn los und bringen ihn runter. Danach sehen wir, was als nächstes zu tun ist. Also hat dein Plan mit sehr viel Glück zu tun. Du kannst gerne etwas anderes vorschlagen. Ja, stopp. So gut ist der Kleine nicht. Der tägliche Schwachsinn, auch genannt Real Life. Nee, der tägliche Schwachsinn aller. Hey, guck mal. Leute sollen ihren Job machen, machen ihren Job aber nicht. Und du telefonierst Leuten hinterher. Nicht so eher. Werde ich nämlich langsam was Spezialist dran. Festhalten. Festhalten? Festhalten. Dieser Plan ist keine gute Idee. Ach, halt die Klappe. Gefallen. Der kleine Klugscheißer, ne? Geht mir echt auf den Keks. Ja, du kommst ja halt echt vor wie ein Callcenter. Also was die letzten Wochen angeht, war das richtig unterhaltsam. Nicht. What's this? This is shit. Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben, dass es shit ist. Der Boden ist eingestürzt. Da ist eine Sandschale, aber wie kommen wir da hin? Tja, das ist nur mal so rausfinden. Gar nicht. Du gehst dahin. Verdammt. Ich würde so, es ist Sparta machen und den Jungen runterkicken. Aber nein, ich darf ja gar nichts. Fucking Plot Armor. Hier. Junge. Junge, beweg deinen knackigen Arsch zu der blöden Sandschale. Ja, ich suche jetzt schon nach Runen, die der Junge gleich braucht. Was machst du? Hallo? Atreus? Was steht da? Hat die Zeit ihre Ordnung vertan? Kommt man ans Ziel nur umgekehrt ran. Umgekehrt? Also rückwärts? Die Symbole. Jahreszeiten? Ja, aber alles ist durcheinander. Heißt es nicht Winter, Frühling, Sommer, Herbst? Warum Winter zuerst? So hieß es in einem Lied von Mutter. Oh, das kenne ich! Winter! Still, Kopf. Musik mag er auch nicht. Schon gut! Okay, das heißt, wir fangen quasi hier mit Winter an. Was habe ich gesagt? Winter, Frühling, was auch immer Frühling ist. Das so sieht aus wie Herbst. Sommer. Das könnte Frühling sein. Sommer, Sommer, Sommer. Und Winter. Tu es. Warum wiederholt er zweimal dasselbe? Das war nicht richtig. Hä? Oh, weil ich doof bin. Warum habe ich denn hier hinten Winter gemacht? Wie wär's mit Herbst? Versuch das. Vetür, Vaur, Sumar, Höchst. Hat nicht funktioniert. Aber das ist sicher die Reihenfolge aus Mutters Lied. Was willst du von mir? Ist das umgekehrt oder was? Oh mein Gott, natürlich. Das Rätsel ist umgekehrt. Also muss hier Winter hin. I get it. Es ist quasi Winter. Hier muss Frühling hin. Da muss dann Sommer hin. Und hier muss Herbst hin. Junge. Ja.
Atreus, dieses Wort. Thola, das heißt andauern. Versuch es. Thola. Aha. Schreib es nochmal. Mhm. Ja, und wir kämpfen garantiert. Na komm. Kopf, wie ist das möglich? Meine Vermutung? Zeig mal, wie gefährliches Zeug, mit dem die hohen Wartgötter früher gern spielen. Die Fähigkeit, die Zeit einzufliegen, war sogar eine Lieblingsbeschäftigung von Jörg. Früher? So haben sie aufgehört. Tja, wie sich zeigte, wandern auch Sonne und Mond nicht mehr über den Himmel, wenn man die Zeit anhält. Leider hält es nicht die Wölfe auf, die stets darauf lauern, sie zu zerfleischen. Also beschlossen sie die Zeit über ihn. Ich komme nicht an die Schale. Wie war das noch? Ich werde nicht kämpfen. Nein. Next. Sparta! Runter... Was? Okay, das ist actually ziemlich fun, die hier runterzukicken. Schreib schnell weiter, bevor der Boden einstürzt. Na komm, wo ist der nächste Fight? Na? Get the fuck out! Fun. Meine Plattform, du Drecksack. Runter hier. Wow. Fucking close rage. Bullshit. Wie weit ist es denn noch? Oh, viel zu weit. Ach, jetzt haben wir noch eine Zeitleiste. Autsch. Ich hasse Nachtmare. Wirklich? Was? Auch kein Heilungsstein, ich brauche mehr Damage. Wirklich? Fucking Witches? Was? Sei doch gestunt von dem Wolf. Oder bist du einfach fucking Turbo-Witch, ey? Drecksviecher. Ich kann mich immer noch nicht an die Kamera gewöhnen. Und
Und ich glaube, ich gehe wieder zu runterkicken. Ach ja, das waren jetzt erstmal Nachtmare. I remember. Hinter dir! Oder man missbraucht einfach den Jungen. Wo? Stop this shit. Ja, ich weiß. Wiedergängerin, alle lieben sie. You fucking kidding me? Dude, ist das überhaupt schaffbar? Hey, wir sind fast oben. Ja, dann geh doch. Holy shit. Ja, viel Spaß dabei, Festus. Sollen sie Polizei in, weiß ich nicht, in den höchsten Norden schicken? Irgendwo da auf einer Plattform, es braucht ein alter Mann mit Glatze. Vater, ne? Es stürzt ein. Junge. Truma. Du sollst das Ding. Was? Bitte, Pippe! Da! Und da! Hopp. God fucking damn it, ey. Dämliche Wiedergänger-Scheiße. Gut gemacht. Weißt du, Odin mit seinen scheiß Augenviechern. Ich mach doch nur Spaß. Kann auch weg. Nevermind, das war nicht mal eins von Odins Auge. Es war ein ganz normaler, harmloser Flatter. Bob. Whatever. Der Junge heißt Boy. Ja, Mann, er ist der nächste Rapper. MC Boy. Also da ist er. Wie bekommen wir ihn frei? Wir schieben. Aber vertrau mir. Ja, vertrau mir. I got this. Bereit? Leg deine ganze Kraft hinein. Jawohl. Warum habe ich das Gefühl, der fliegt jetzt mit runter? Come on. Wirklich? Wir springen. Wirklich? Komm. Easy. Hab keine Angst. Warum sollte ich? Deshalb. Ich hab dich. Ihr seid irre, Ian. Alles gut. Gut, wir müssen weiter. Wir sind da nicht irre. Ja, aber Kratos macht das ne, mit dem linken Finger. Der tut nur so, als ob der Sohn ihm geholfen hat. Das war ich nicht. Die Spitze. Eins muss man dem Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Yep. Vergiss das nicht, Kopf. Ich denke stets daran. Ja, ich bin ein Meister im Dinge zerstören. Maybe auch Köpfe, die irgendwie an meinem Gürtel hängen. Kann ich runter? Warum kann ich nicht runter?
Ich will nicht hoch, ich will. Keine Zeit, wir müssen hier Sachen looten. Na, gehst du bitte wieder an die Kante? Es ist ein bisschen weird, dass man sich vor die Kante stellen muss und er nicht einfach sich automatisch dranhängt. Aber gut, vielleicht bin ich da auch Assassin's Creed geschädigt. Sonst noch was hier? Nope. Was? Oh, Moment. Oh. Das waren die, die bei Baldur waren. Seine Neffen? Ja. Magni und Modi. Die Söhne von Thor. Mutter sagte, dass die Asen die schlimmsten Götter wären. Und Thor der schlimmste der Asen. Dann ist er wohl auch ein schrecklicher Vater. Sie sind keine Kinder mehr. Das ist keine Entschuldigung. Und sind die klar? Die werden ihn nicht mal finden. Ich bin ja der Meinung, Sindri ist ein Scheißname. Sie hätten ihn einfach Bob nennen sollen. Nee, gar nicht. Doch, Brock ist Bob und Sindri ist Siggi. Wäre eine viel bessere Location gewesen. Ah, der große Spalt. Neidobjekt von ganz mit. Da komme ich nicht durch. War doch ein riesiger Kronleuchter. Hat richtig Leben in die Bude gebracht. Da. Ah ja. Ein Kronleuchter. Du musst immer alles kaputt machen, oder? Jupp. Wenn ich mich recht erinnere, stand der Thron des Jarls auf der anderen Seite dieser Eiswand. Also erstens mal wüsste ich gern, wie ich da drankomme. Anscheinend gar nicht. Kann ich hier hochklettern irgendwie? Nope. Ja, ich finde Mimis Stimme im Englischen auch ein bisschen besser. Aber hey, ich gebe deutschen Casts ja immer eine Chance. Warum auch immer. Ich bin so bescheuert. Oh. Splittriges Eis? Was ist denn? Hi. Nein, 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 nein. Ja genau, wirkt den Troll. Das wirkt den voll interessieren, nicht. Hoppa. Autsch. Aua. Ich hasse halt diese kleinen Scheißviecher. So, jetzt können wir uns um dich kümmern, mein Freund. Huppe! Du. Aber wie erreichen
Was? Wir erreichen den nicht? Warum nicht? Was ist mit dem Ding, was wir hier aufgemacht haben? Als ob ich hier nicht... Diese Kletterrestriktion für nichts, ne? Bisschen nervig. Kann ich nicht einfach das Eis da absprengen? Jetzt try das. Anscheinend nicht. Gut. Ich muss gestehen, ich finde Kratos' Stimme im Deutschen echt angenehm. Das fucking T-Alk. Noch einer. Kill den Wolf. Danke. Opa. Ich meine, ich könnte einfach sparen. Ragen und wer? Ich hasse das, dass ich nicht sehe, was hinter mir ab. Kann ich das machen? Oh, ich kann den nicht aufsammeln. Whatever you're doing, stop this. Autsch. Autsch. Okay. Überredet. Na. Oh. Und bam. Deswegen Jotunheim? Nein, das ist nicht Jotunheim. What is this? Keiler-Ansturm. Ich meine, es hat genauso viel Stun wie die Wölfe, nur halt weniger Abklingzeit. Aber dafür ist der Schaden nicht so hoch. Ich bleib jetzt erstmal bei den Wölfen. Das hier ist alles noch Midgard. Wow, was? Ich bin so unfähig, die zu fucking parieren und ich weiß nicht warum. Ist gut jetzt. Nee, nee, nee. Ich hasse die Viecher. Ja, cool, dass die Combo einfach switcht. Holy shit, kannst du auch für mich zu stunlocken? Jetzt ist mal gut hier. Oh!
Was? Wo war das kein Parry? Nope. Einfach die Arme. Hallo, die Wölfe wollten mindestens 3 Stücke Fleisch aus mir rausbeißen. Ich finde das hier vollkommene Selbstverteidigung. Kratos ist so ein lieber, rücksichtsvoller Mensch. Das ist gar nicht, was ihr alle habt. Ich würde aber gern an die und die Kiste dran. Die Frage ist nur, wie. Ich habe das Gefühl, ich kann hier irgendwo Eis absprengen, was ich noch nicht gecheckt habe. Oder auch nicht. Kann ich hier echt nicht hochklettern? Nope. Nope. Ja, ich weiß nicht, was ihr habt, Kratos. Bisher hat er nur in Selbstverteidigung gehandelt. Nicht ein aggressiver Move von Kratos bisher. Was? Da vorne ist was. Warum hat es hier gerade Tsching gemacht? Deswegen? Weird. Siehst du, ihm geht's gut. Dachte, ich verschwinde besser, als Thors Söhne auftauchten. Ach, warum denn? Okay. Warum habe ich das Gefühl, diesen gleichen Bossfight? Was hast du Neues? Das ist den ich eben gefunden habe, der ist shit. Das ist doch was. Zauber. Geringe Aktivierungschance bei okay, das ist zumindest, wenn ich Schaden kriege. Erfolgreicher Block. Ich bin unfähig. Fuck the shit. Artefakte. Weg damit. Brustrüstung. Weg damit. Ah, ist das nicht schön? Ja, ist super. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Geld. Ich hätte die so gerne mit 2 fucking Slots, aber dafür muss ich, glaube ich, Muspelheim machen. Ich glaube, es ist Muspelheim. Hast du Ressourcen? Du hast nur den weichen Stahl. Tja, kauf nichts, was du nicht brauchst. Wie ich immer sage. Und ich brauche gar nichts von dir, von daher. Klettern, cool. Oh. Ja, das Ding ist, ich weiß noch, wie ich meinte vor dem Release. Ja, ne, wenn das God of War keine gescheite Sexszene hat, ne, dann ist es auch kein richtiges God of War. Weil jedes richtige God of War hat eine, aber. Bevor sie etwas bemerken. Hi. Junge. Ergib dich. Der Allvater verlangt es. Nein. Gut. Dies ist mein Kampf. Geh. Nein! Na, wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder. Der Kleine hier hat einen Bogen. Was tun wir jetzt bloß? Ja, einfach mal nicht rumzicken hier. Mit euch spiele ich gar nicht erst hier. Fuck the shit.
fucking Pois. Hoppa, hoppa. Gott, damit haben wir viel Leben. Ja, konzentriere dich mal auf meinen Sohn. Okay. Was macht der denn jetzt? Bleib hinter mir, Junge. Warum verfolgt ihr uns? Was will Odin? Keiner. Komm her, Master. Papa hätte jetzt nicht mehr die Hand. Halt die Klappe! Nenn mich nicht so! Okay. Gar nicht so schwer. Beruhige dich, Junge. Sie brauchen wohl noch eine weitere Munition. Kann ich auch, Junge. Komm her. Na komm. War nett von dir. Ich muss nach links ausweichen. Zack, 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 zack. Get the fuck out! Oh, schon wieder der Blödsinn. Hat sie dir das Gesicht entstellt, damit du ihr hältst? Lass meine Mutter da raus! Sprich nicht über meine Mami! Hör nicht auf ihn, Kleiner! Er will dich nur reizen! Hat er mich gerade fucking versucht zu debaten? Idiot! Torsöhne! Fuck this shit! What the fuck? Nope. Fucking debating, ey. Nope. Ich glaub's ja nicht. Wow. Junge, konzentrier dich. Echt mal. Ja. Fuck. Komm schon. Hey, Pika. I can't see shit wegen dem blöden Wolf. Oh, noch mehr davon? Oh ja, klar. Gratulation, du hast deinen Bruder getroffen, Idiot. Lass ihn in Ruhe!
Das ist so unfair, dass beide jetzt auf mich gehen. Einfach nur in Ruhe runterspielen. Hi. Stopp. Nice Stun-Faktor. Okay. Na komm. Nein! Nein! Wie hast du... Du weißt ja nicht was. Du elende Schwein! Jetzt du! Komm her, du Feigling! Ich reiß dir den Kopf ab! Krankheit. Wieder das Fieber. Nein! Alles gut. Junge. Der Husten, das Blut. Der Junge ist krank, er braucht Freya. Nein! Ruhig. Es geht schon. Sehr gut, Kleiner. Mir geht's gut, siehst du? Kurioserweise jedes Mal, wenn er wütend wird. Wir sollten ihn im Auge behalten. What's this? Vom Blitz durchzogen ist ein Teil von der Dienstverbesserung von Knäufen mit Schockschadenseffekt. Sehr schön. Frostflamme, das ist ein Axt-Upgrade. Oh, das ist... Mehr hast du nicht zu bieten? Hä? Nächstes Mal droppst du mehr Loot, du Spacko. Okay. Schon seltsam, wenn Kratos Sprünge aus Atheos Sprüche aus Atheos Mund kommen. Ja, ne? Wie der Vater so der Sohn. Okay. Reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die Weltenrune nach Jötunheim meißeln und euch an euer Ziel bringen. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden, wie die gleich um die Ecke. Das ist aber ihr könnt euch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Drücke... Moment, finde die Bindepunkte und drücke L. Was? Aha. Okay, cool. Das heißt, die Türen... Du hast Magni getötet. Das hat er. Er war ein Gott, aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht, aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. True. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Seit wann kann man einen Gott töten? Tja, das kann man schon seit dem alten Griechenland. Okay, wo sind die scheiß Runen? Wo habt ihr die versteckt? Könnt alles vor mir verstecken, aber keine Runen. Also doch kann man schon, weil ich eigentlich ein notorischer Blindfisch bin. Ich höre auf jeden Fall einen Zwerg. Ich vermute, es ist Brock. Ja, der tut bestimmt nichts mehr, der ist tot. Vielleicht muss ich auch hochklettern für mehr Runen.
meine, die da oben habe ich gefunden, aber sonst sehe ich jetzt gerade spontan keine, außer... Okay, man kann den Shit nicht kaputt machen. Gut. Was ist das? Du bist aber nicht so gekriegt hier. Mehr Stahl, gut. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Da oben vielleicht eine Rune, wo ich es weggehauen habe? Nee. Das Ding, was mich halt gerade davon abhält, hochzugehen, ist einfach der Punkt, dass das Tor hier unten ist und nicht oben. Das heißt, selbst wenn ich dann die Runen sehe und dann von oben irgendwie abschieße, müsste ich wieder runterklettern. Which is annoying. Let's see. Da ist eine. Die Frage ist, wo ist die letzte? Und ja, normalerweise bin ich immer relativ zielstrebig dem Questmarker am Folgen, aber nicht bei Runen. Ich glaube, die Rune ist hier hinten in der Wand. So wegen dem Schein. Oder auch nicht. Die Rune ist hier irgendwo. Hey, Sim. Was ist denn hier? Hier waren wir schon mal. Aber wie geht's zurück? Oh, wir sind wieder hier. I see. Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Rune ist, ist halt relativ gering. Ich meine, das hier ist klar. Ein bisschen Money. Da ist eine Tür. Ich wüsste echt gerne, wo diese blöde Rune ist. Ach ja, auf rumzuhusten. Man raucht halt weniger. Unfassbar, der Junge. War hier in dem Raum eine Rune? Das ist ja das, was mich so ein bisschen stört. Du hast keinen Indikator dafür, wie weit du von der Rune weg bist. Ja, also ich glaube, ich entferne mich viel zu weit von der Tür wegen der Rune. Das ist halt das, was mich stört. Du hast nicht irgendwie so eine Map oder so, die sagt, oh, guck mal, hier in dem Umkreis könnte die Rune sein. Das hast du halt leider gar nicht. Leider. Die haben halt auch ein Talent, dir die Runen direkt vor die Nase zu legen. Und manchmal siehst du sie einfach nicht. Wo bin ich hier gelandet? Oh, ich bin hier. Wo ist diese verfickte Rune? Wer sucht, der findet. Bup. Du bist bestimmt freundlich, ne? Ja, bist du. Eiskatalysator. Mit ihm kann man Talisman der unendlichen Stürme verbessern. Okay. Gut, dann gehen wir hoch und zurück, würde ich sagen. Weil ich wüsste jetzt nicht, was hier sonst noch ist. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Leviathan-Axtverbesserung, genau deshalb bin ich hier. Auf
Neue Fähigkeiten, schön. Okay. Bogen. Ja, lieber Junge? Shit, brauche ich Stahl für. Ah, was brauchst du noch? Bananen. Die sind beide shit. Meinetwegen musst du noch nicht gehen. Ach ja, was hast du noch? Von den Springern. Widerlich. Boah, der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Neue Rezepte freigeschaltet. Passt im Lagerraum gut aufeinander auf. Will doch meine treuen Kunden nicht verlieren. Verstärkt mit Kampfkönnen der Vitalität bei Kriegern, die stark genug sind, um sie zu tragen. Ja, das ist schön, aber das bringt mir nichts. Wobei die Rüstung fancy aussieht. Selbe hier wahrscheinlich, ne? Ja, ist quasi ein komplettes Springer-Set. Damn, die ganze Rüstung sieht wahrscheinlich super gut aus, aber ich habe den Kram einfach nicht. Na komm. Mal eben ein Glas hier befüllen. Ich weiß, dass mich gleich schon wieder Stay Hydrated Bot anschreit. Okay. Oder eben nicht. Ja, ich hab da jetzt alles. Halt doch die Klappe. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Halt die Klappe. Siehst du? Wenn das so ist, halt der Schritt. Was? Ja. Ach so, ja, es ist R2 und nicht Kreis. Damn, ich bin dämlich. Was hat das eigentlich mit diesem Stay Hydrated Bot auf sich? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Könnte? Okay. Stay Hydrated Bot ist eigentlich so ein Gimmick-Bot. Das Schöne an dem ist allerdings, du hast quasi einen indirekten Timer, der dir sagt, wie lange du online bist. Weil er quasi jede Stunde postet. New to good. Niemals. Ich bräuchte einen Kristall. Hat hier jemand einen Kristall gesehen? Ich nehme mich nicht. Nicht über mir. Nicht links, nicht rechts. Was habe ich bis jetzt verpasst? Ich weiß ja nicht, was du gesehen hast. Hast vor einer Stunde erst angefangen. 53 Minuten. Also hast du noch nicht viel verpasst. Wir haben den komischen Sichel-Dingskirch. Ach, die Spitze des Meißels. Unser Sohn hustet ein bisschen. Der hat halt unterwegs ein bisschen was geraucht. Also nichts so tragisches bisher. Ich habe noch gar nichts vom Spiel gesehen. Dann fehlen dir ungefähr 11 Stunden. Spiele ich jetzt schon Pi mal Daumen 11 Stunden? Das muss ich gerade überlegen. Wo ist denn das Ding gewesen? Da ist es. Doch 11 Stunden haut hin. Jeweils 2-5 Stunden Streams und jetzt die Stunde noch drauf. Weltenstaub, nice. Wann hast du denn bitte 11 Stunden von dem Stream, von dem Spiel gestreamt? Gestern habe ich 5 Stunden gestreamt. Und davor Montag? Oder die Montag oder Sonntag? Wahrscheinlich einfach untergegangen. Elf Stunden sind definitiv nicht die Hälfte des Spiels. Was ist das hier?
Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. Weißt du, ich würde ja sagen, guck VODs irgendwo, okay, aber das Ding ist einfach, dass mein erster VOD gemutet ist, weil der Titelsound von God of War anscheinend copyright claimed ist und mein Claim auf meinem VOD immer noch nicht bearbeitet ist. Was ist das? Achso. Ah. Ach Quatsch, ich kann ja dranbleiben. Okay, ich kann's nach da bewegen. Aber ich glaube, das ist sinnvoller. Der komplette VOD, ungefähr die erste Stunde ist gemutet. Also das gesamte Intro ist copyright claimed. Was super nervig ist. Oh, never mind. Ich muss, glaube ich, hier hoch. Wait a second. Da ist eine Fackel. Die ich nicht aufheben kann oder ähnliches. Ich kann hier nirgendwo klettern. Und ich muss da irgendwie rüber. Ich kann das Ding bewegen. Da ist Wasser. Oh, ich kann einfach hier lang. Also den. Ich glaube, die erste Stunde ist Pi mal Daumen gemutet vom gesamten VOD. Was super nervtötend ist. Ja, Ivoki, ich habe im Moment auch super merkwürdige Streamzeiten. Das ist ein Weg zum Ausgang auf der anderen Seite. Das ist halt ärgerlich. Wie gesagt, ich habe es, soweit es geht, auf YouTube hochgeladen. Ich habe einen Counterclaim eingelegt, weil ich nicht einsehe, dass die mir Game-Sound wegmuten, aber... Hier oben ist eine Kette. Dann mach's halt runter. Ist halt ein bisschen annoying, aber es ist nicht so tragisch. Sobald wir den quasi unmuten, werde ich einfach den ersten Part neu schneiden und gut ist. Ist ja nicht so nervig. Oh, das war alles hier? Ich hab das Gefühl, ich verpasst alles. Egal. Ah, hier geht's nicht weiter. Ah, jetzt verstehe ich, warum du das Ding freezen kannst. Ja, das Ding ist halt, ich bin ein bisschen darauf angewiesen, dass meine Broadcasts nicht gemutet werden. Weil... Es ist super annoying, also es ist der einzige Weg gescheit, VODs auf Twitch und auf YouTube zu kriegen. Wenn du quasi einfach Highlights anlegst, so wie ich das im Moment mache, und die dann einfach exportierst. Ich hatte überlegt mit, du kannst sie herunterladen und kannst sie dann neu rendern, aber dieses Neurendern ist einfach ein Step, der so lang dauert und eigentlich total unnötig ist. Einzige, was vielleicht passiert, ist, dass du der Qualität verlierst. Daher hatte ich es halt gelassen. Okay, jetzt sind wir hier. Und jetzt gehen wir hier rüber. Und hier rüber. Und lassen die Kette runter. For later reasons. Aber ich meine, hey, an sich kann man sich inzwischen aussuchen, wo man meine VOD guckt. Weil ich sowohl YouTube habe, als auch die Twitch-Dinger. Also in Twitch heißen die Teile ja Sammlungen. Mein Gott, ich trinke ja schon. Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. Hier war ich doch auch schon mal. Wait a second. What is this?
Oh, das sind einfach Schilde. Okay, okay, okay. I guess hier hoch? All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast. Danke. Wo bist du Scheißmöbe? Ich sehe